16, glaube ich. 116, ich glaub. Ja. So, einen wunderschönen guten Abend hier in Schwäbisch Gmünd zur 116. Demo. Ich lese gleich mal die Auflagen vor. Es dürfen keine beleidigenden Texte mit Plakate gezeigt werden. Wer übrigens Plakate haben möchte, habe hier eine ganze Ladung mitgebracht. Kann man gern aufwickeln und hinstellen. Dann haben wir 5 Ordner eingeteilt, die genau wissen, was sie tun. Und die Maximalnähe, gucken, dass alle die Maximalnähe einhalten. Waffen haben wir natürlich auch keine dabei. Okay, das war's im Großen und Ganzen. So, hallo zusammen nochmal. Eigentlich müssten wir hier inzwischen 3 Stunden Demo anmelden, damit wir nur 10% der Absurditäten der aktuellen Corona-Politik ansprechen könnten. Man sagt es auch so, über Spanien lacht die Sonne, über Deutschland lacht die ganze Welt mittlerweile. Was die Covid-Maßnahmen in 21 Monaten eingedämmt haben, die psychische Gesundheit der Kinder und Erwachsenen, die Wirtschaftskraft des Mittelstands, Zukunftsperspektiven, Besuche in Pflegeheimen und Krankenhäusern, Versorgung aller anderen Krankheiten, Schulbildung, Lebensfreude, das Immunsystem, die Autonomie über den eigenen Körper, das Vertrauen in Regierungsinstitutionen, logischen Menschenverstand, leider auch Freundschaften, Reisen, Sport, Familienfeiern, Würde, Grundrechte. Was die Covid-Maßnahmen 21 Monaten nicht eingedämmt haben, das Virus. Dann habe ich einen kurzen Einspieler von Anonymous, was unser Montgomery mal wieder Vorsicht gegeben hat. Könnt einspielen, einen Text. Der welterste Präsident Frank Ulrich Montgomery fordert eine Impfpflicht für Kinder. Den ganzen Aufstand kann er nicht verstehen. Er würde zeitnah lieber 98% der Neugeborenen impfen. Damit offenbart der oberste Funktionär der Weißkittel-Mafia die pathologische Anatomie eines Geisteskranken. Weltärztechef Frank Ulrich Montgomery, der vor kurzem eine Tyrannei der Ungeimpften beklagt hatte, sprach sich in einem ZDF-Interview für eine Impfpflicht für Kinder aus. Voraussetzung ist für ihn dabei nur, dass die Ständige Impfkommission eine Impfempfehlung für Kinder unter 12 Jahren abgibt. Mittlerweile ist es, glaube ich, schon passiert, oder? Sind Sie dabei? STIKO-Chef Mertens rechnet mit der Herausgabe der Empfehlung bis etwa zum 11. Dezember. Wir impfen 98% der Neugeborenen mit den Grundimpfungen und da ist sehr viel mehr drinnen als in dem einen Impfstoff gegen Corona. Ich verstehe den Aufstand gar nicht, argumentierte der 69-Jährige. Allerdings würde er seine Kinder auch nicht impfen lassen, hat er mir im Interview gesagt. Gegenüber Phoenix hatte Montgomery Mitte der Woche eine weitere Befassung des Ethikrats, dieser neu eingesetzte Ethikrat, mit der möglichen Einführung der Impfpflicht kritisiert und auf eine eindeutige Faktenlage in der Sache hingewiesen. Schon Anfang Februar hatte der Ethikrat kritisiert, als dieser Sonderrechte für Geimpfte ablehnte. Er beklagte den fehlenden Mut des Ethikrats den Geimpften, die sich einen sozialen Solidaritätsakt unterzogen hätten, ihre Grundrechte wieder einzuräumen. Wie dieser Schritt medizinisch zu begründen sei, erklärt Montgomery nicht. Bisher gab es unter 10 Jahren ganze 19 Corona-Todesfälle in Deutschland. Sie sind nicht vor der Krankheit bedroht. Offenbar sollen die Jüngsten in der Gesellschaft jetzt endgültig zu Instrumenten des Gesundheitsschutzes der Erwachsenen gemacht werden. Zuletzt war von der Linkspartei bis zur FDP innerhalb weniger Wochen ein parteiübergreifender Schwenk namenhafter Politiker in der Positionierung zur Impfpflicht für Erwachsene zu beobachten. Vor kurzem sprach sich der designierte Kanzler Olaf Scholz in prominenter Stellung dafür aus. Hinsichtlich der Impfpflicht für Kinder könne sich nun eine weitere Kehrtwende in der politischen Meinung anbahnen. Angefangen bei ranghohen politischen Vertretern.
CSU-Chef Markus Söder brachte kürzlich eine Impfpflicht für Kinder in die Debatte ein. SPD-Politiker Karl Lauterbach, jetzt ja leider Gesundheitsminister, der sonst für rigide Verstöße in der Maßnahmen- und Impfstrategie bekannt ist, lehnte eine Impfpflicht für Kinder zuletzt ab. Wobei er sie aber nicht endgültig ausschloss. Ihr könnt euch ja vorstellen, was demnächst passiert. Und einige Ärzte bringen das ja auch gleich mal Geld. So, was jetzt gerade hier ist, von der Poststelle in Heubach, da gibt es jetzt ein Impfangebot. Am Dienstag, den 14.12. ab 9.30 Uhr. Ort Musiksaal bzw. Aufenthaltsraum der Realschule. Praxis Gangel Dr. Wurz wird Impfungen bei uns in der Realschule anbieten. Wahnsinn, echt. Und was auch noch ist, es gibt mittlerweile eine Übersterblichkeit. Die Maßnahmen töten und das beweisen eindeutig die Zahlen. 2020 in der Kalenderwoche Übersterblichkeit 1%, Kalenderwoche 44 1%. 45 2%, 46 6%. 2021, Kalenderwoche 44 13%, Kalenderwoche 45 13% und Kalenderwoche 46 18%. Und dafür soll jetzt eine Genmanipulationspflicht eingeführt werden. In Österreich, habt ihr ja bestimmt mitgekriegt, gehen gerade Tausende jeden Tag auf die Straße. Und es wird auch in Mainstream-Medien immer wieder die Wahrheit ausgesprochen. Es kommt einen kurzen Einspieler davon. Vorbereiten für alle, die das nicht machen werden. Und zwar geht das ganz normal, alles im Rahmen des Gesetzes. Bekomme ich einen Bescheid, lege ich Beschwerde ein, gehe damit zum Landesverwaltungsgerichtshof, das dauert einmal 6 Monate in einem Fall. Wenn das zigtausende Menschen machen, kann man sich ungefähr ausrechnen, wie viele Jahre das dauert. Dann entscheidet der Landesverwaltungsgerichtshof pro oder contra, entscheidet der gegen mich, lege ich Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof, beim Verfassungsgerichtshof ein, hat übrigens alles aufschiebende Wirkung, muss man dazu sagen. Das heißt, das Verfahren dauert einmal eineinhalb, vielleicht, wenn sich zigtausende Menschen beschweren, 2 Jahre. Da wünsche ich der Regierung alles Gute. Nur, das muss man ja wissen, die Regierung hat ja einen Berater, ich bin kein Jurist, aber wir haben beraten und das sagen die Juristen, dass das so ist, dass es auch nicht umsetzbar ist, weil diese Impfung keine sterile Immunität gibt, sondern dass sich auch Geimpfte anstecken und gegenseitig und weiter verbreiten des Virus. Auch das ist verfassungsrechtlich gegen eine Impfpflicht. Und noch zig andere Gründe, auch der Umsetzbarkeit. Daher halte ich es schon wieder für skandalös, dass diese Regierung den Menschen etwas vorgaukelt und mit etwas droht, was am Ende erstens rechtlich nicht durchsetzbar ist und zweitens auch in der Praxis nicht durchsetzbar ist. So. Man sieht ganz deutlich, in Österreich geht es anders ab, erstmal wie bei uns. Aber auch bei uns in den Landesmedien, natürlich nicht in Baden-Württemberg, das würde SWR nie im Leben tun, sondern beim MDR. Will ich euch auch mal vorspielen, der war auch ganz gut. Zu den neuen Corona-Maßnahmen sehen Sie jetzt einen Kommentar von RTL-West-Chef Jörg Zayo. Es wird immer absurder und wirkt nur noch hilflos. Die neuen Regeln sind einfach nur noch verrückt. Maske auf, auch auf dem Parkplatz. Doppelt so viel Abstand im Einzelhandel. Betriebe sollen über Weihnachten dicht machen, aber gleichzeitig Urlaubsverbot. Alles, um Kontakte weiter zu reduzieren. Aber nur bis Heiligabend, dann wird gelockert bis Silvester. Das alles hat mit gesundem Menschenverstand nichts mehr zu tun. Die Politik hat sich verrannt.
und kommt nicht mehr raus. Nur auf die Zahl der positiv Getesteten zu starren, bringt nichts. Kritische Stimmen gibt es immer mehr, aber sie werden nicht gehört. Mit der Arroganz der Macht wird einfach weitergemacht. Mit Aussperren, Runterfahren, Beschränken, Reduzieren. Vernunft, Fehlanzeige. Stattdessen weiter Angst und die schrille Warnung vor überfüllten Krankenhäusern mit immer mehr Toten. Jeden Tag so viel wie bei einem Flugzeugabsturz, sagt der bayerische Ministerpräsident. Das ist vorsätzliche Panikmache. In Deutschland sterben jeden Tag etwa 2600 Menschen, immer auch ohne Corona. Mal mehr, mal weniger. Zuletzt übrigens weniger. Im Oktober dieses Jahres gab es bei uns weniger Tote als vor einem Jahr, trotz Corona, sagt das Statistische Landesamt. Und die Intensivstationen haben viele Betten frei, seit Wochen. Aber ebenso lang wird vor einer Überlastung gewarnt. Den Wahnsinn stoppen können nur die Politiker, wenn sie denn wollten. Nicht mit mehr Regeln, sondern ganz einfach mit der Rückkehr zu Vernunft und Augenmaß. So was bei uns im Fernsehen, das wird jetzt ein bisschen öfters kommen, das wäre ganz gut. Jetzt haben wir ein Musikstück. Zwischen Neid zur Auflockerung. Vielen Dank. Applaus für der erste Redner. Vielen Dank. Ich bin einer, der sehr gerne mit Menschen ins Gespräch kommt und auch versucht, einfach durch Kommunikation, durch Reden, irgendwie an die Wahrheit zu kommen. Und in Diskussionen auf der Arbeit, bei mir in den Kreisen überall, da kommt immer wieder das Thema auf, ob man in einer Diktatur lebt oder in einer Demokratie. Angela Merkel, ich weiß nicht, ob es ihre letzte Rede war, da hat sie nochmal ganz deutlich appelliert, wir sollen doch für die Demokratie kämpfen. Was auch immer sie damit meinte. Und wenn ich so mit Menschen darüber rede, dann fällt mir immer wieder auf, Leute, die so denken, so wie wir oder so wie ich denke, wir sagen, wir leben jetzt gerade in einer Diktatur. Und Menschen, die anders denken, die sagen mir immer, was für eine Diktatur. Du bist doch wahnsinnig, wir haben doch keine Diktatur. Wir können wählen gehen, du kannst zur Arbeit gehen, du kannst so verschiedene Sachen machen, ist doch alles okay. Und wisst ihr, was mir immer wieder dabei einfällt, ist, gehen wir doch nach China, gehen wir nach Russland. Gehen wir doch einfach nach Nordkorea oder in anderen Ländern dieser Welt, egal wo wir hingehen. Die Menschen, die dort leben, die haben den Eindruck, sie leben in dem besten Land der Welt. Ich komme zum Beispiel aus Kasachstan. Und wir als Deutsche dort, die dort gelebt haben und zusätzlich noch gläubig waren, das war gar nicht schön. Wir haben viele Repressalien erlebt und das war wirklich nicht schön. Also ich habe fast gar nichts erlebt, meine Eltern. Mein Opa war zum Beispiel im Gefängnis, der eine ist sogar wegen dem musste sein Leben lassen. Aber die Menschen, die dort lebten, sie haben voll für ihr Land, sie sagten, das ist das beste Land. Kommunismus ist das Beste, was es gibt, was uns passiert. Und wenn man in der Roten Partei war, da war man natürlich der King. Was fällt uns hier auf? Wenn wir mit dem System mitmachen, dann haben wir den Eindruck oder das Gefühl, dass wir doch in einem ganz normalen Leben, in einer ganz normalen Welt leben. Das heißt, das Volk herrscht. Das, was das Wort auch sagt, Demokratie, die Herrschaft des Volkes. Ich habe doch zu entscheiden. Ich habe doch. Da denken immer diese Menschen, wenn man ins Gespräch so auch das, da sagen die doch, ich entscheide doch. Ich kann doch frei wählen, ob ich mich impfen lasse oder nicht. Ich kann doch frei wählen, dass ich bestimmte Sachen mache oder nicht. Also ich habe nicht den Eindruck, dass es so ist, wird mir öfters entgegengebracht. Das heißt, was ist eigentlich Demokratie und was ist eigentlich Diktatur? Wie kann man das eigentlich festmachen? Ab wann lebt man irgendwo? Ich musste immer wieder festhalten, dass es ein ganz starkes Gefühl ist, in welchem Land man lebt. Wie man sich fühlt. Das heißt, es ist ein Gefühl. Aber die Frage, die ich mir immer wieder stellte, kann man das nicht irgendwie an irgendetwas festmachen? An was kann man das festmachen? Und dann habe ich einfach mal geschaut zurück, römisches Gesetz, ihr kennt das selbst. Und
das kann man auch nachlesen dann, Diktatur wurde eigentlich nur in bestimmten Fällen erlaubt. Zum Beispiel, dass der Kaiser dann ein bestimmtes Recht hatte, dann in bestimmten Notlagen dann diktatorisch zu handeln. Das heißt, er alleine hat es entschieden. Wenn ich zurückschaue, was war eigentlich in unserer Bundesrepublik Deutschland? Unser Parlament, unseren Abgeordneten wurden alle abgesetzt. Wer hat es entschieden über diese ganzen Maßnahmen? Eine Handvoll Leute. Das heißt, was hatten wir eigentlich in der Hand? Hatten wir die Herrschaft des Volkes? Oder hatten wir die Herrschaft von manchen Leuten, die es meinten, gut mit uns zu, meinten zumindest es? Eigentlich war es eine Diktatur oder ist bis heute noch eine Diktatur. Es sind wenige, die entscheiden. Was ist noch ein weiteres Kriterium, wo man das entscheiden kann oder wo man es messen kann? Wie geht es Leuten, die anders denken? Wie werden sie behandelt? Wir sprechen, wenn ich da schon beschwind runterfahren, vor den lauter Fahnen, die da runterhängen. Jeder kann denken von mir aus, was er will, aber vor lauter Fahnen kann ich die normalen Fahnen gar nicht mehr sehen. Die sind alles kunterbunt, diese Fahnen. Was wollen diese Fahnen sagen? Wir respektieren jede Minderheit. Wir respektieren alles. Aber Corona? Nein. Menschen wie wir sind Rechtsradikale. Wir sind eigentlich diejenigen, die irgendwas Böses für diesen Staat wollen. Ich werde öfters beschimpft auch dann, wo ich das eigentlich, ich bin nicht so menschenfeindlich. Dass man menschenverachtend ist. Diese Worte kriegt man immer wieder einem entgegengebracht. Wie kann man das noch festmachen, ob man in einer Diktatur oder in einer Demokratie, Dankeschön, lebt. Er hat schon vergessen, wie das Wort heißt, genau. Wie man in der Wissenschaft oder wie man mit Leuten umgeht. Wenn ich denke, selbst kritische Stimmen, die bei uns beim Paul-Ehrlich-Institut waren, die beim Robert-Koch-Institut waren, die aber auch bei Charité waren, die bei Gesundheitsämtern waren. Ich kenne selbst Ärzte, die komplett anders gedacht haben. Entweder wurden die ausgesondert oder selbst aus unserem Ethikrat. Wie viele Leute mussten aus unserem Ethikrat gehen oder mussten ihre Klappe halten? Da ist es auch für mich ein Merkmal, ob wir in welcher Gesellschaft wir leben. Und das ist für mich ein ganz deutliches Zeichen, dass wir eigentlich in einer Diktatur leben. Und was ich noch festhalten möchte, ist ein ganz wichtiger Gedanke. Warum haben die Menschen mir gegenüber, weil ich habe schon letztes Mal gesagt, ich bin eigentlich einer, der danach strebt, wirklich Harmonie und Frieden, wirklich, dass wir wieder uns einander begegnen können. Ich fand das letztes Mal wirklich nicht schön, wie der eine Sprecher vom Rathaus da herkam und einfach da geschimpft hat, ohne sachlich mal irgendwas zu nennen. Und was ich jetzt eigentlich noch sagen wollte ist, wie entsteht diese Diskrepanz, wie entsteht dieses Denken? Dieses Diskrepanz und dieses Denken entsteht eigentlich nur dadurch, durch die Erziehung und durch die Sachen, die man uns vermittelt. Das heißt, wenn man uns in den Medien ständig etwas sagt, dann übernehmen es die Menschen und leben danach und handeln danach. Und dann ist es für die ganz selbstverständlich und klar, ah ja klar, das muss man machen. Und wenn wir es nicht machen, dann ist es ja schlecht. Das heißt, man legt uns eigentlich in den Mund, man legt es uns in unsere Gedanken, was wir zu denken und zu tun haben. Man legt uns auch mittlerweile in unseren Kopf, auch in unsere Hände, auch in unseren sozialen Verhalten, wie wir miteinander umgehen sollen. Ich finde es wirklich beschämend, immer wieder muss ich das sagen, beschämend finde ich das, wenn von der obersten Stelle die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, als unsolidarisch bezeichnet werden,
als Menschen, die sogar dafür jetzt bezahlen müssen, das heißt, man spricht es, das kommt langsam immer wieder, dieses Denken dann durch, die Menschen, die müssen dafür aufkommen, dass wir jetzt in dieser Pandemie leben und vieles andere. Und ich merke das immer wieder, ich habe jetzt gestern ein Gespräch gehabt mit einem jungen Mann und der outet sich nicht so sehr, was er eigentlich denkt und was er, wie er denkt. Und er ist eigentlich sehr kritisch gegenüber dem Ganzen, was jetzt geschieht, und hat sich auch nicht impfen lassen. Und in seinem Freundeskreis stand er und er fand es selber sehr traurig und gleichzeitig realistisch, wie dort über die Menschen geschumpfen wird, solche wie wir, wo die Menschen als undemokratisch, als unsozial, als unkollegial, diesen Menschen, die gehören eigentlich richtig an den Pranger gestellt und vieles andere. Und das Interessante war, als er sich dann doch geoutet hat, wie man dann auf einmal still wurde. Und ich denke, ich finde es wirklich sehr schön, dass wir hier sind. Das heißt, wir outen uns. Und ich denke mal, das ist die erste Begegnung, die wir unseren anderen Menschen gegenüber treten sollen. Die sollen dieses ganze Denken nicht von den Medien bekommen, sondern von uns. Die sollen es uns doch bitteschön ins Angesicht sagen. Und ich denke mal, das ist schon mal der erste Schritt, wo wir uns einander näher kommen. Wenn wir uns einander einfach anfangen, unsere Meinung auszutauschen. Uns nicht schämen für das, was wir denken und auch handeln. Ich möchte auch diejenigen vielleicht ermutigen, die auch jetzt im YouTube oder sonst irgendwo auch dann sind oder auch einfach in den Fenstern irgendwo hören. Der erste Weg, um einen Frieden zu haben, ist wirklich dazu zu stehen, einander zu begegnen, einander in die Augen zu schauen und wirklich auch dann zu sagen, ey, egal wie du denkst, egal was du machst, du bist mein Mitmensch und ich möchte mit dir einfach die Zukunft unseres Landes gestalten. Dankeschön. Vielen Dank. Wie gesagt, wir haben hier ein offenes Mikrofon. Wer gern sprechen möchte, sagt einfach Bescheid. Und was ich heute auch gelesen habe, bitte keine Verschwörungstheorien mehr aufstellen. Die Regierung nimmt es als Vorlage, als Gesetzvorlage. So, jetzt habe ich das Lied gefunden. Maske auf. Bist du schon geimpft? Politik, Medien und Pharma, darum geht es mir diesmal nicht. Heute singe ich über die Menschen, an denen das Land gerade zerbricht. Über die, die denken, sie denken, doch ihre Gedanken sind's nicht. Ihr Gehirn, das wurde gewaschen, Groll und Panik ziert ihr Gesicht. Ich liebte mein Land und die Leute, doch heute lieb ich nur noch mein Land. Denn zu viele mutierten zur Meute, vor Angst und Hass völlig krank. Der Obrigkeit folgsam gehorchen, von Propaganda umschwärmt. Dem Abgrund ganz nah, denn sie haben aus der Geschichte wohl nichts gelernt. Denn es brauchte nur eine Grippe aus einem Labor in Wuhan. Mit der, so schien wohl der Plan, man uns unsere Freiheit nehmen kann. Es brauchte nur eine Grippe, so stieg der Wahnsinn empor. Plötzlich krochen aus der Gesellschaft überall kleine Monster hervor. Unsere Rechte sollen wir jetzt erkaufen, mit einer Genimpfung und einem Test. Und sind wir gesund, doch der Test sagt, bekommen wir Hausarrest. Und kannst du den Maulkorb nicht tragen, wirst du dafür schikaniert, beschimpft und sogar geschlagen und kaum noch als Mensch akzeptiert. Sie petzen, sie hetzen, sie pöbeln, denn endlich dürfen sie mal. Natürlich ganz ehrenamtlich als Denunzianten Personal. Ohne Test oder Spritze kein Shoppen, kein Urlaub, kein Feiern, egal. Dann rennen sie eben so schlappern wie die Schafe und merken's nicht mal. Es brauchte nur eine Grippe
aus einem Labor in Wuhan. Mit der, so schien wohl das Blatt, man uns unsere Freiheit nehmen kann. Es brauchte nur eine Grippe, so stieg der Wahnsinn empor. Plötzlich kroch er aus der Gesellschaft über ein kleines Monster hervor. Den goldenen Schuss zuerst für die Alten, die sind plötzlich nicht mehr egal. Für die Behinderten und Vorerkrankten, das spart Rente, effizient und genial. Und nun will man an unsere Kinder, viele Lehrer freuen sich sehr. Denn die Kinder sind plötzlich gefährlich, also musste eine Lösung her. Sind die ersten Schafe verendet, kommt die Mutantenpandemie. Die übrigen fragen, warum? Doch auf die Impfung kommen sie nie. Und die Propaganda läuft weiter, und man findet natürlich den Grund. Schuld sind dann immer die anderen, die wach sind und noch gesund. Es brauchte nur eine Grippe aus einem Labor in Wuhan. Mit der, so schien wohl das Blatt, mal uns unsere Freiheit nehmen kann. Es brauchte nur eine Grippe, so stieg der Wahnsinn empor. Plötzlich kroch er aus der Gesellschaft über ein kleines Monster hervor. Doch auch die werden nirgends bemerken, das war ein Eigentor. Meiner Seite einen schönen guten Abend an euch alle. Besonders freut mich, dass wir heute sehr zahlreich sind hier. Außerdem meine ich, viele Gesichter zu entdecken, die ich hier, glaube ich, noch nie gesehen habe. Mal die Frage in die Runde. Gibt es jemanden, der heute zum ersten Mal hier ist? Jo, wunderbar. Sehr schön. Dann ist es mir jetzt eine große Freude, als nächste Rednerin die Sabine anzukündigen, die immer mit sehr... Ja, das habe ich jetzt extra nicht gesagt. Sabine. Oder so. Oder so, genau. Wir wissen alle, die Qualität deiner Beiträge zu schätzen. Also. Ich danke dir. Also, er hat es gesagt, ich bin Sabine oder so. Die schon länger auf die Demos kommen, die kennen mich schon. Diesen Namen habe ich der Claudi zu verdanken und das war einfach zu nett. Ich möchte ein bisschen anschließen an das, was der erste Redner gesagt hat. Es gibt drei sehr bekannte soziologische Experimente. Ich vermute mal, der ein oder andere von euch kennt diese Experimente. Diejenigen bitte ich um Nachsicht. Die die Experimente nicht kennen, bitte ich um ihre Aufmerksamkeit. Das erste Experiment ist das Esch-Experiment. Das Esch-Experiment ist so gelaufen, man hatte einen Versuchsleiter, circa 10 vermeintliche Versuchsteilnehmer. Von diesen vermeintlichen 10 Versuchsteilnehmern war aber nur einer ein tatsächlicher Versuchsteilnehmer. Die restlichen 9 waren eingeweiht in das Experiment. Der Versuchsleiter hat Fragen gestellt und die Eingeweihten haben diese einfachen Fragen bewusst falsch beantwortet. Was zu beobachten war, war, dass der eigentliche Versuchsteilnehmer sehr, sehr häufig dem Gruppendruck nachgegangen gegeben hat und auch falsche Antworten gegeben hat. Also ein sogenannter Konformitätsdruck. Jetzt könnt ihr euch mal fragen, inwiefern wir das heute in unserer Gesellschaft vielleicht auch beobachten können. Das zweite Experiment, da bin ich eigentlich fast sicher, dass es fast jeder von euch kennt, das ist das Milgram-Experiment. Da gab es auch einen Versuchling, sage ich mal, der saß vor einem Instrument, mit dem er einer vermeintlichen Testperson Stromschläge geben konnte. Mit im Raum war eine Autoritätsperson, ein Wissenschaftler. Und jedes Mal, wenn die Versuchsperson eine Frage falsch beantwortet hat, wurde
der Testling aufgefordert, einen Stromstoß zu geben und diese Stromstöße in steigender Heftigkeit. Was derjenige, der getestet wurde, nicht wusste, dass im Nebenzimmer ein Schauspieler saß, der hier mit schwarzen Schreien auf die immer stärker werdenden Stromstöße reagiert hat. Also derjenige, der getestet wurde, musste annehmen, dass seine Stromstöße echt sind. Und was das Erschreckende war, die Menschen waren bereit, bis zu tödlichen Stromstößen zu gehen. Wenn die anwesende Autorität dazu aufgefordert hat und gesagt hat, es ist wichtig, Sie dürfen das Experiment nicht beeinträchtigen, bitte, es ist ganz wichtig, machen Sie weiter. Und das Interessante war, solange nur ein Wissenschaftler anwesend war, haben sage und schreibe 2/3 der Personen dieser Aufforderung bis zu tödlichen Stromstößen Folge geleistet. Also ich finde es sehr erschreckend. Man darf sich auch in Bezug auf heute mal fragen, erkennt man Parallelitäten? Ist es bei uns auch die Wissenschaft, die hier seit 1,75 Jahren die Wahrheit verkündet? Es gibt ein drittes Experiment und das ist aus meiner Sicht eigentlich das erschreckendste. Und zwar das Stanford Prison Experiment. Man hat eine homogene Gruppe an Studenten ausgewählt, also die kamen aus vergleichbaren sozialen Schichten und hat diese Gruppe von Studenten eingeteilt in 2 Gruppen. Die eine Gruppe waren die Wächter und die andere Gruppe waren die Gefangenen. Die Gefangenen bekamen Uniformen, sie bekamen Nummern und es gab in diesem vermeintlichen Gefängnis sehr, sehr viele Regeln. Die Wächter waren natürlich angehalten, jeden Regelbruch zu bestrafen, was die auch mit zunehmender Brutalität getan haben. Es ging sehr schnell, dass dieses Experiment abgebrochen werden musste, weil einfach festzustellen war, dass die Wächter ihre Aufgabe sehr, sehr ernst nahmen und wirklich zu brutalsten Mitteln gegriffen haben. Und was man auch feststellen konnte, je entpersonifizierter die Menschen waren, also mit Uniformen, mit Nummern, und ich füge mal hinzu, heute haben wir die Masken. Die Masken, hinter denen sich die Menschen verbergen, die sie nicht mehr sichtbar machen. Wir haben nur eins leider nicht, jemanden, der dieses Experiment, was hier in unserem Land stattfindet, so fühle ich mich zumindest, endlich abbricht. Vielen Dank. Vielen Dank, Sabine, super. Ist immer wieder eine Freude. So, jetzt habe ich den nächsten Redner, unseren Stefan. Guten Abend. Es ist keine Rede oder so, es ist mehr so ein bisschen so eine kleine Presseschau. Etwas, was ich aus dem Kanal von Rechtsanwalt Sattelmeier rausgeholt habe, aber was auch woanders veröffentlicht wurde. Die Bayern mal wieder. Ne? Kita-Kinder ab dem 1. Geburtstag müssen in Bayern ab Januar 3-mal wöchentlich auf Corona getestet werden. Das hat in Bayern das Kabinett beschlossen unter dem Ministerpräsidenten Laiendarsteller Markus Söder. Es ist einfach unfassbar, wie da auf die Kleinen losgegangen wird. Der Montgomery, dieser durchgeknallte Ärztepräsident, der meint, würde irgendeinen Sinn machen, nachdem man die Kinder schon mit weiß Gott was allem impft, ihnen nochmal irgendwelche Impfungen reinzujagen. Also das kann man sich kaum vorstellen. In Bayern bei den Kindern, da ist es sogar so, dass die mit diesen ekelhaften PCR-Tests wohl getestet werden sollen. Das kann man sich echt nicht mehr ausdenken. Ja, das war die erste schlechte Nachricht. Dann wollte ich noch ein Wort zu der Nummer in Heubach verlieren. Was die Tanja vorhin angekündigt hat, mit Poststelle Heubach, da hat sie leider das RS dazwischen vergessen. Das ging, also dieses Impfangebot kommt von der Poststelle der Realschule Heubach. Und falls jemand
der Realschule in Heubach über die Poststelle gerne mitteilen will, was er von dieser Impfnummer hält, wo ein Haufen Kinder wieder geimpft werden, die weder gefährdet sind noch Träger der Pandemie noch sonst irgendwas, wo es bloß darum geht, dass ein paar, ich weiß nicht, die sich für irgendwie bessere Leute halten, ihren scheiß Willen durchgedrückt bekommen. Also die Realschule hat die E-Mail-Adresse realschule.heubach@tonline.de. Wer denen gerne eine Mail schicken will, um sie an ihre Mitverantwortung und möglicherweise in ihre Haftung zu erinnern, wenn sie hier in ihrer Schule die Kinder in irgendeiner Weise zu einer Impfung drängen, dann kann er das gerne tun. Dann gibt es noch einen kleinen Artikel aus der Rems-Zeitung hier, der ist vom Freitag letzte Woche, schon ein paar Tage her. Da geht es darum, dass jetzt die 2G Plus in Restaurants eingeführt wird, also am Tag danach, seit letzten Samstag ist das so. Und dass die Gastronomen vom Lockdown durchs Hintertürchen sprechen. An die Gastronomen hier in Schwäbisch Gmünd und auch sonst überall in Deutschland habe ich da mal irgendwie eine Botschaft zu richten. Ihr Gastronomen, obwohl bei euch noch nie irgendeine Art von Infektion nachgewiesen werden konnte, ja, seid mit die Besten darin, wirklich über jedes Stückchen zu springen, das euch hingehalten wird. Und ich habe langsam echt kein Mitleid mehr mit euch, ja. Ich will nicht sagen, dass es euch nicht anders gehört, aber ihr fordert das heraus, indem ihr jeden Scheiß mitmacht. Ja? Was bei der Rems-Zeitung natürlich nicht fehlen dann darf, ist ganz unten fett gedruckt. Wie Gastronomen den neuen Regeln gegenüberstehen und warum einigen der Lockdown lieber wäre, das steht am Samstag in der Rems-Zeitung. Also diese Rems-Zeitung hier, die unter Lockdown tut es nicht. Also es ist echt grauenhaft für dieses Blatt. So, okay, das war's mal für den Moment, vielleicht nachher nochmal. Es ist nochmal an jeden die Aufforderung hier, offenes Mikro, traut euch, nehmt es in die Hand und sagt, was ihr zu sagen habt. Super Stefan, vielen Dank. Dafür sind wir hier, wir haben ein offenes Mikrofon. Ich mache jetzt noch einmal ein kleines Liedchen und dann kommt der Dennis. Niemals werden wir uns fügen, ihren unverschämten Lügen werden wir niemals vertrauen. Nein, wir brauchen keinen König, denken selber, glauben wenig, auf Wahrheit wollen wir bauen. Keine Ideologie, sowas wollten wir noch nie, unsere Köpfe bleiben frei. Niemand wird uns infiltrieren und auf keinen Fall dressieren, da sind wir nicht dabei. Und wir singen meine Komm und Tanz. Wir wollen leben und wir wollen es ganz. Und wenn wir uns in die Arme nehmen, können wir den Weg der Liebe gehen. Komm und Tanz. Wir wollen leben und wir wollen es ganz. Und wenn wir den Weg der Liebe gehen, werden wir das Licht der Freiheit sehen. Morgens U-Bahn, abends Glotze, Talkshow und Gemotze, das ist doch nur noch blöd. Und ich lass es nicht geschehen, lass mir nicht den Kopf verdrehen, so ein Leben, das veröd. Es wird Zeit, dass wir was ändern, auf der Welt, in allen Ländern, wir steigen endlich aus. Unser Käfig wird zu klein und mein Leben, das ist mein, bin keine Ratte, keine Maus. Und wir singen alle Komm und Tanz. Wir wollen leben und wir wollen es ganz. Und wenn wir uns in die Arme legen, können wir den Weg der Liebe gehen. Komm und Tanz. Wir wollen leben und wir wollen es ganz.
Und
Sportlabos ist ja die Maxi-Version oder so. Ja, ihr merkt ja, machen wir nachher. Ihr merkt ja, es wird immer mehr los auf den Straßen, ob es in Österreich ist, ob es jetzt am Wochenende Heilbronn, Stuttgart, Reutlingen, überall. Man muss nur nach Sachsen gucken, wo jetzt unser Stefan hin ist. Jetzt geht es da drüben noch mehr ab. Genau, also 200 Städten, diese Montagsspaziergänge zum Beispiel. Und das habe ich gehört, das wird hier auch immer mehr. Also das ist auch ein Zeichen von Widerstand, Aufwachen, genau. So einen, wo in Stuttgart auch mit organisiert. Dennis, wir haben uns kennengelernt am 1.8. in Berlin. Ja, Bodyguard er war Bodyguard von Sabine, wo getrommelt hat. Hat zwar zum Schluss nichts gebracht, wir sind trotzdem verhaftet worden. Aber war ein guter Bodyguard auf jeden Fall. Und er organisiert jetzt die ganzen Demos in Stuttgart mit. Aber er fragt, erzählt selber. Applaus für Dennis. Dankeschön. Ja, also sie hat gerade nur die halbe Wahrheit erzählt, weil als ich gefehlt habe, irgendwann waren wir getrennt voneinander und dann wurde sie verhaftet, sonst wäre sie nicht verhaftet worden. Ja, also, ich weiß nicht, ob man mich kennt. Ich bin der Dennis, ich habe tatsächlich jetzt am österreichischen Konsulat habe ich eine nette Demo gemacht. Das war viel mehr, wie ich erwartet habe. Ich bin dann auch irgendwie im Internet erschienen und habe mich total darüber gefreut, dass da statt 50, wie ich geplant hatte, 1001 Pferd da waren. Das war so geil. Die Luftballons. Dankeschön. Ja, und dann ging es dann noch irgendwie ein bisschen weiter und dann kam dann diese Pflegedemo vor 2 Wochen. Nagel mich nicht fest, aber jetzt vor kurzem Pflegedemo. Da haben wir auch ein bisschen kleiner gedacht und das ist dann auch richtig groß geworden. Sehr viele neue Gesichter. Und jetzt am Wochenende, am Sonntag, da hatten wir diese wunderschöne Demo auf dem Wilhelmsplatz. War denn jemand dort? War jemand auf dem Wilhelmsplatz? Ja, geil. Cool. Ja, und bei den anderen, wo fehlt's? Ist Stuttgart zu weit oder ist eine halbe, dreiviertel Stunde, ich weiß. Aber ich komme jetzt zu... Bitte? Ich wollte kommen, aber ich habe... Ah ja, also für alle anderen, die den Wilhelmsplatz in Stuttgart Mitte nicht kennen, ist es nicht der in Bad Cannstatt, nur zur Information. Ich habe den gleichen Fehler gemacht wie du, wir standen auch. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen behütet, egal wo ich mit meinem Strohhut Andi, vielleicht kennt ihn auch jemand, wo ich mit dem hingefahren bin, wir haben immer Parkplätze vom Universum geschenkt gekriegt und wir haben uns immer verirrt und plötzlich kam der Demozug entgegen, also das sind immer ganz lustige Sachen gewesen. Nun, vielleicht habt ihr es schon gesehen, wir haben eine Freigabe gekriegt, das ist jemand anders, der es veranstaltet, aber ich unterstütze es voll, und zwar die Friedenskerzen am Freitag. Wir wollen starten an der Villa Reitzenstein, wir wollen dann eine schöne Familienveranstaltung mit vielen Kerzen machen und ich hoffe, das wird ein wunderschönes Fest mit tollen Bildern und mit gemütlichen Momenten und sowas. Und das... Sag mal, wer da wohnt. Bitte? Sag mal, wer da wohnt. An der Villa Reitzenstein. Kretschmer heißt er nicht, der andere. Ja, unser Landespräsident wohnt da. Ich möchte mich nicht über den neuen Geschäftsführer, aber gut, ich hab's gehört. Also der Geschäftsführer des Landes Baden-Württemberg wohnt da. Für mich persönlich, also ich habe damit abgeschlossen, dass wir irgendwie vor Landtagen oder Bundestagen oder sonst irgendwas, ich bin tatsächlich ein Mensch, der das begrüßt, dass Menschen souverän werden und dass wir aufhören, irgendwelchen Führern hinterher zu rennen. Also ich mag die Leute, die uns zusammengeführt haben, die habe ich jetzt auch teilweise schon persönlich kennengelernt und das sind echt super Leute, aber ich denke, da sind wir jetzt langsam rausgewachsen. Es geht ja hier um souverän und um Erwachsenwerden. Und Erwachsenwerden heißt, sich an seine eigene Nase fassen. Erwachsenwerden heißt, zu fragen, wo kann ich anpacken, was kann ich selber organisieren, was kann ich tun. Erwachsenwerden heißt, wir brauchen jetzt nicht unbedingt, auch wenn ich sehe da hinten zum Beispiel eine Fahne, ich ehre die Fahne, aber wir können das auch alleine. Also das kann jeder für sich selber und deswegen diese Spaziergänge, die finde ich eine schöne Sache und die halte ich unterstützenswert. Organisiert euch da einfach, wie heißt das? Urba. Ja, in Urba, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, nicht, dass ich mich selbst belaste. ja genau, also Urbach war ein wunderschöner Spaziergang mit 12 Leuten, war klein, aber fein, bis die Polizei uns geschnappt hat und mich haben sie natürlich wieder erwischt, naja, okay. Also doch selbst belastet, ich hoffe, ich komme nicht in den Knast dafür. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt und wünsche euch noch einen schönen Abend, eine tolle Veranstaltung hier, ich bin das erste Mal da und sehe viele bekannte Gesichter und viele neue Gesichter und ich freue mich sehr darüber. Dankeschön! Vielen lieben Dank, Dennis! Super!
Und wir müssen überall aufwachen. In jeder einzelnen Ortschaft müssen wir aufwachen. Leute zusammenfinden, spazieren zu gehen, sich gegenseitig zu unterstützen. Genau, gestern war Nikolaus und wir hätten eine kleine Tüte mit Schokolädle. Wenn da jemand Schokolädle haben möchte, da reinfassen. Ja. 18 Uhr am Freitag, Entschuldigung, 18 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber das nochmal deutlich wird. 18 Uhr, Freitag, Villa Reitzenstein. Ich mache alles, wo der Dennis mir schickt, in der Querdenkerkalender, da kann man dann nochmal nachlesen, also wann was stattfindet, genau. Ich habe hier noch eine kleine Satire zum Abspielen. Wir haben ja das letzte Mal davon gehabt mit dem obersten Richter vom Bundesverfassungsgericht, der Habart, der hat ein Interview gegeben. Da muss man nur die zwei Länder austauschen, dann wird es echt witzig. Ich lasse mal laufen, für die, die es noch nicht kennen. Mich persönlich ist im Grundgesetz der wichtigste Artikel, Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Es ist ein klares Signal gerade nach der Entrechtung in der nationalsozialistischen Zeit gewesen, das bis in die Gegenwart wichtige Maßstäbe setzt. Ich wünsche dem Grundgesetz eine gute Zeit, auch in den kommenden Jahrzehnten. Das Grundgesetz ist die beste Verfassung, die wir... Man muss nur Polen und Deutschland austauschen und dann ist echt ein Witz, was er sagt. So, wir haben jetzt zum Abschluss noch die Edith, auch lang bekannt aus der ganze letztes Jahr die Demos. Applaus für Edith! Also guten Abend, Schwäbisch Gmünd, ich grüße euch alle. Die meisten kennen mich unter dem Namen Team Hoffnung und genau die möchte ich euch wieder mitgeben. Und ich möchte euch bitten, wer Lust und Zeit hat, all diese Dinge, die ich euch jetzt heute nochmal erzähle, sind alle aus der Feder von Rudolf Steiner. Und Rudolf Steiner hat uns vor 100 Jahren all das, was jetzt hier steht, in all seinen Vorträgen schon prophezeit und er hat auch sehr viele Lösungsmöglichkeiten. Also wer Interesse hat, darf sich dir gern Rudolf Steiner mal zu Gemüte führen. Ich möchte mit einem Spruch von ihm anfangen, dass meine große Hoffnung auch ist und ich denke auch eure, wie wir uns die Zukunft vorstellen. In Zukunftszeiten werden die Menschen füreinander sein. Nicht einer durch den anderen. Jeder in sich selber ruhen und jeder jedem geben, was keiner fordern will. Und für diese Worte stehe ich hier. Und für diese Worte möchte ich mich auch immer weiter einsetzen. Ich wurde vor kurzem gefragt, Sie sind auch dagegen, oder? Dann habe ich gesagt, nein, ich bin nicht dagegen. Ich bin dafür. Ich bin für diese Zukunft, die uns Rudolf Steiner so wunderbar in diesem Spruch mitgegeben hat. Das heißt, ich denke, und das finde ich so wichtig, warum ich gern zum Schluss gesprochen habe oder zum Schluss jetzt spreche, dass wir hier nicht weggehen und denken, wir müssen gegen alles sein, sondern wir sind für etwas. Und genau diese Gedanken dürfen in die Welt. Dass wir uns vorstellen, wie stellen wir uns die Zukunft vor? Genauso wie Rudolf Steiner es uns geschildert hat. Wir dürfen auch unser Menschenbild verändern. Nein, wir sind nicht durch Zufall entstanden, sondern jeder, der hier steht, ist ein ganz besonderer Mensch und ein ganz besonderes Individuum. Und wir sind alle aus dem Geist gekommen und wir gehen wieder in den Geist. Und wenn uns das bewusst ist, dann wissen wir, dass wir jeder Einzelne was verändern können. Auch wenn wir manchmal mutlos sind. Wenn man nur daran denkt, wenn ihr auf einer Lichtung steht, die dunkel ist, und ihr zündet eine Kerze an, und auf einmal wird die ganze Lichtung hell. Und genauso ist es mit euch. Jeder Einzelne hat die Macht, etwas zu verändern. Ich möchte euch Mut machen, euch zu besinnen, was sind eure Fähigkeiten. Ich möchte euch Mut machen, etwas Neues zu beginnen, und das Alte einfach zu vergessen. Und ich möchte euch die Frage stellen, wenn ihr jetzt heute geht oder jeden Tag, was
ist eure Aufgabe hier auf der Erde? Was sollt ihr in eurem Leben dieses Mal verändern? Und jetzt würde ich euch bitten, ich habe ein paar Blätter verteilt, dass wir gemeinsam das Entängstigungsgebet von Rudolf Steiner sprechen. Und wenn ihr in Not seid und hoffnungslos, dann versucht einfach, diese Worte zu beten. Und ihr wisst, dass ganz viele Menschen auf der Welt genau diese Worte sprechen werden. Beim Läuten der Glocken. Das Schöne bewundern. Das Wahre behüten. Das Edle beschützen. Das Gute beschließen. Es führe den Menschen im Leben zu Zielen, im Handeln zum Rechten, im Fühlen zum Frieden, im Denken zum Licht und lehrt ihn Vertrauen auf göttliches Walten in allem, was ist, im Weltenall, im Seelengrund. Ich wünsche euch heute das göttliche Vertrauen, dass unsere Welt gut wird und gut ist, und wünsche euch jetzt eine schöne Heimreise und mutige Tage und Wochen, die jetzt vor euch stehen. Vielen Dank, liebe Edith. So, wie ihr schon mitbekommen habt, treffen wir uns weiterhin jeden Dienstag, angemeldet ist jetzt mal bis dieses Jahr noch, hier von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass so viele Menschen, oder wir bedanken uns ganz herzlich, dass so viele Menschen hier waren. Ich habe jetzt mal, bitte? Es werden immer mehr, es werden überall immer mehr. Das habe ich jetzt in Heilbronn und überall gesehen. Wir werden überall immer, immer mehr. Und Vernetzung ist sehr, sehr wichtig. So, ich habe jetzt noch ein Abschlusslied, danach ist die Versammlung beendet. Ich hoffe, es funktioniert, weil ich mich gerade entkoppelt habe. Ich probiere es jetzt mal. Hört ihr, wie das Volk erklingt? Von unserer Wut erzählt der Wind. Das ist die Symphonie von Menschen, die nicht länger Sklaven sind. Jedes Herz schlägt, wie es kann. Unsere Herzen trommeln laut. Alles fängt ganz von neuem an, wenn der Morgen graut. Wenn die Barrikade ruft, dann bebt der Feind vor unserem Schrei. Wir bauen eine Welt ganz ohne Hass und Tyrannei. Drum schließt euch uns an, jede Frau, jeder Mann, unsere Frau. Hört ihr, wie das Volk erklingt? Von unserer Wut erzählt der Wind. Das ist die Symphonie von Menschen, die nicht länger Sklaven sind. Jedes Herz schlägt, wie es kann. Unsere Herzen trommeln laut. Alles fängt ganz von neuem an, wenn der Morgen graut. Wenn du kämpfst mit ganzer Kraft, hat bald ein Ende alle Not. Mancher wird dahin gerafft, stirbt einen ehrenvollen Tod. Die Erde von Frankreich, vom Blut unserer Helden errot. Hört ihr, wie das Volk erklingt? Von unserer Wut erzählt der Wind. Das ist die Symphonie von Menschen, die nicht länger Sklaven sind. Jedes Herz schlägt, wie es kann. Unsere Herzen trommeln laut. Alles fängt ganz von neuem an, wenn der Morgen graut. Wenn du kämpfst mit ganzer Kraft, hat bald ein Ende alle Not. Mancher wird dahin gerafft, stirbt einen ehrenvollen Tod. Die Erde von Frankreich, vom Blut unserer Helden herrot. Hört ihr, wie das Volk erblinkt, von unserer Wut erzählt der Wind. Ist die Symphonie von Menschen, die nicht länger Sklaven sind. Jedes Herz schlägt, wie es kann. Unsere Herzen trommeln laut. Alles fängt ganz von neuem an, wenn der Morgen graut. Hört ihr, wie das Volk erklingt, von unserer
Ich bin vorher gefragt worden, ob wir auch was vorlesen von jemandem, der nicht selber hier hinstehen möchte. Also auch gern. Wenn ihr was zu sagen habt, einfach kurz beschreiben, wer und wie, und dann lesen wir das auch vor. Also gern was mitbringen für nächste Woche. Nochmal schönen Abend euch und danke.